Im Reich der Aquaristik starten wir heute sofort durch und begutachten mal kurz unsere Eiertanten hier im neu, ja, ich sag's mal so wie es ist, eingerichteten Becken. Wir sehen gerade da noch eine, zwei. Und wo ist die andere, die Nummer 3? Wir können das ja wunderbar drehen hier, weil das so wunderbar klein ist. Und trotzdem muss ich sagen, ist die Gestaltung ja doch relativ hübsch geworden. Wo ist jetzt Nummer 3? Hast du sie schon gesehen? Ich noch nicht. Hallo Nummer 3, wo bist du? Wo ist sie? Die Wilde. Wo ist sie denn? Kannst du sie schon sehen? War sie das oder war das die Weiße? Nee, das war die Weiße. Ich wollte es gerade gar nicht so lange aufhalten hier, aber jetzt muss ich doch mal kurz gucken, wo sie ist. Ja, soll ich vielleicht mal in die andere Richtung drehen? Er flüchtet gerade mal genau entgegengesetzt. Jetzt drehe ich gerade die Blätter hier mit ein, sehe ich. Oh, das ist natürlich gar nicht so gemein, so schön. Genau, okay. Ach, da ist sie ja. Guck mal, kommt direkt nach vorne gesprungen. Ja, sie hat auch noch ihre Eierchen. So, und Hüpferlinge. Ja, wir vergessen nicht, ne? Wir haben ja einen Schnellstart hingelegt. Und Schnellstart sind die coolste Sache der Welt, wenn man Garnelen halten möchte. Wenn man weiß, wie es geht, ne? Wenn man die Möglichkeiten hat. So, das heißt im Klartext, heute gibt es wieder einen Schnellstart. Ja, nein, nicht. Ach, guck mal, eine Eiertante. Nein, nicht hier. Och, guck mal. Holla, die Waldfee. Yippie-yay. Da schwimmen einfach mal die kleinen Eierfeen durch die Gegend. So, tada. Ja, das nächste Becken ist ready to go. Ich habe es gereinigt heute. Das heißt im Klartext, Wasser einfüllen. Hier arbeiten wir auch momentan mit dem Hamburger Mattenfilter. Ich wollte tatsächlich hier unten ein Stück abgeschnitten haben, so etwas höher als Bodenhöhe, um den Schwamm einfach rauszunehmen, später zu säubern. Danke für den Tipp erstmal. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Nein, ja, weil, ich weiß auch nicht, vielleicht war ich zu faul. Okay, auf jeden Fall werden wir einen Schnellstart hinlegen. Ich habe jetzt Frischwasser drin, 10 Liter, hier sind jetzt also 10 Liter Wasser drin, ne, aufmineralisiert mit dem, jawohl, genau, Mineral GH+, Gesamthärte also nur, keine Carbonathärte. Die Carbonathärte geben wir später dazu, wenn es dann sein muss, mit dem, jawohl, du weißt es, ganz genau, Calciumcarbonat, ganz genau. Ne, also ist ganz einfache Thematik, ganz einfach, man weiß, wie es geht, ne? Bei allen Sachen. So, okay. Also jetzt ist nur Frischwasser drin. Was kommt bei einem Schnellstart noch dazu für Garnelen? Ja, genau, die Garnelen. Ja, und noch ein paar andere Sachen. Und das machen wir heute gemeinsam. Okay, Vorhang auf. Du weißt es sicherlich, um was es jetzt geht, ganz genau. Um unsere Galaxy Pinto Red, die GPR, das ist die Abkürzung für Galaxy Pinto Red, Galaxien. So, okay, also ich habe mich dazu entschieden, die umzubetten, weil, ja, zum Halten ist das Becken eine coole Sache, ne? Haben wir gemeinsam gemacht, richtig klasse, läuft schon sehr lange, aber es kommen halt nicht viele Babys hoch, ne? Weil das dann doch schon Überpopulation ist tatsächlich für die Größenordnung, um hier halt Babys durchzubringen. Ne? Das ist nun mal so. Die fressen die halt gerne auf. Also Vorhang zu und dann fangen wir gleich gemeinsam mit dem neuen Aquarium an. Ach so, die Boxen, nein, die habe ich nicht aufgelöst, die gibt es noch. Die stehen jetzt erstmal da. Übrigens auch hier mit Luftheber, ne? Und einfach nochmal an dem Verteiler angeschlossen, funktioniert, also da kann noch eine ganze Menge dran, da ist noch viel Luft nach oben. Es geht weiter, nicht mit Wasser auffüllen, sondern jetzt kommt erstmal unser Soil hinein, das 5,5er, 6,5er, kennen wir schon lange Zeit, ne? Das verwende ich tatsächlich überall, ist übrigens ungedüngter Soil, also speziell für Garnelen. Ja, der kommt da erstmal rein. Das muss ich jetzt nicht zeigen. Das habe ich schon oft genug gezeigt. Das mache ich erstmal alleine. Und dann geht es gleich munterfröhlich weiter im Reich der Garnelen. Guck mal, wie schön die Paprika wachsen. Lol, die Chilis. Mini-Chilis. Also richtig klasse, muss ich sagen. Total fantastisch. So, das Becken läuft stabil nach wie vor. Wunderbar. Hier auch mit dem Hamburger Mattenfilter. Das Schöne bei dem Filter ist ja, ja, den werden wir irgendwann mal, keine Ahnung wann, sauber machen müssen. Also das wird sehr, sehr lange dauern. So, die sind gemächlich unterwegs, die wurden schon gefüttert, heute spät Nachmittag gegen Abend. Und jetzt gehen wir schon bald wieder in die Nacht rein. Ich gucke mal eben hier einmal just, wie es aussieht. Alles okay, Babys geht's gut.
Garnelen schwimmen. So, wie gesagt, füttern brauche ich jetzt nicht, aber ich werde gleich nachher noch ein bisschen füttern. Allerdings dann heute nochmal vegetarisch. Achso, warte mal, das können wir eigentlich mal just eben machen. Damit du das nochmal mitnimmst, ich greife mir einfach mal hier oben so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen, ich brauche eine kleinere Pinzette, ein bisschen mehr vielleicht, naja, okay. Immerhin, uah, hoffentlich dribbelt mir das jetzt nicht runter. Blup. So, das schmeiße ich jetzt auch einfach hier rein. So, wubbel, 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 wubbel. Dann können sie ein bisschen auf die Suche gehen. So, gibt es nachher noch ein bisschen mehr von. Aber jetzt erstmal, na, wenn ich hier schon bin und rede, ich jetzt denken, es gibt gar nichts. Also, oh, da freue ich mich auch schon drauf hier. Tadam, tadam, tadam. Justav Aldes zu Hause. Ich beobachte das noch eine Zeit lang, weil man weiß ja nie, welche Tiere da noch drin leben. Ne? Vielleicht kommen die irgendwann mal plötzlich zum Vorschein. Deswegen ruppe ich hier nicht alles sofort auseinander. Ja, ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen. Wir könnten eigentlich mal hier im vorderen Bereich zumindest ein paar von den... Wallisneria, genau, Wallisneria. Wie heißen sie noch? Wasserschraube? Genau, Wasserschraube, ne? Interessanter Name, Wasserschraube. Also diese Pflanzen sehen nicht aus wie eine Wasserschraube. Aber wir haben schon mal eine Wasserschraube gesehen vor kurzem. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich hier mal reingeschmissen hatte? Was ich hier rausgeholt hatte? Den Blütenstängel. Der war nämlich wirklich gedreht wie eine Schraube. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, interessante Sache, ne? So, jetzt quatscht der schon wieder so viel rum und kommt nicht zum Arbeiten. Also, geht's jetzt munter, fröhlich mit dem neuen Becken weiter. Ja, so ist das. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. So, wir haben jetzt schon so viele Schnellstarts gemacht. Also, crazy, crazy, crazy. Ne? Du brauchst dich nicht wundern, warum ich da was hinstelle. Das denkst du wahrscheinlich auch. Oh, es gibt was Neues. Ja, gut, es gibt... ja, so viel Neues ist das eigentlich gar nicht, ne? Aber wir haben schon einiges gesehen hier und erlebt, was möglich ist, ohne irgendwelche Produkte. Ja, ich weiß, es ist natürlich kontraproduktiv für mich, aber ich kann nichts verkaufen. Ha, ja gut, ein paar Garnelen kann ich verkaufen, von daher, ne, ist okay. So, mal eben ansaugen und dann würde ich sagen, lassen wir einmal Wasser hier rein. Ja, genau, wenn er denn kommen würde. Ich habe jetzt dummerweise, kennst du das, wenn du, ah okay, es kommt dann doch, wenn der Einlass direkt auf dem Boden hängt, da kannst du saugen so viel du willst, da kommt nichts raus, ne? Jetzt kommt es aber zumindest schon mal ganz gut. Nehmen wir mal ein Stückchen höher, so. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal hier, so geht besser, einfach mal reinlaufen. Produkte, ich halte die jetzt gar nicht nah in die Kamera. Gibt es ohne Ende auf dem Markt. Da kannst du kaufen, da kannst du noch was kaufen und woanders noch was kaufen und dir auch was schenken lassen. Geht auch, ne? Gibt Produkte ohne Ende zum, für Neustart, ne? Wartung und Ammonium, Ammoniak, Nitrit und sowas, ne? Für Wasserwechsel und sogar speziell für Garnelen. Habe ich sogar mal gekauft. Da habe ich, glaube ich, 10 Packungen von. Ich habe es damals einmal angewendet und dann nie wieder. Weil ich brauche es nicht. Es funktioniert auch so. Warum? Weil wir Biologie haben in unseren Becken. Deswegen funktioniert das. Ne? Sorry für das Geplätscher jetzt. Ich nerv gerade ein bisschen. Wenn du jetzt aber nichts hast, sage ich mal, dann haben wir auch schon Wege gefunden, das zu machen. Das zeige ich heute aber nicht. Nicht mal wieder deswegen. Ne? Aber wenn du jetzt so gar nichts hast und wirklich komplett bei Null startest, dann kannst du sowas verwenden. Achte aber bei Garnelen wirklich drauf, dass es für Garnelen ist. Das muss draufstehen. Das ist wichtig. Ne? Es sollte für Garnelen sein. Ganz, ganz wichtig. Ne? Nicht irgendein Produkt kaufen, so wie das hier zum Beispiel. Das steht aber nicht spezifisch für Garnelen. Das habe ich übrigens nicht gekauft. Das habe ich auch nicht gewonnen. Das habe ich auch nicht geschenkt bekommen. Hey, ich habe es doch gekauft. Doch. Im Zusammenhang mit den Aquarien, die ich vor kurzem erworben habe. Waren 1000 Sachen dabei. Und das unter anderem auch. Ne? Aber wie gesagt, ich brauche es nicht. Und von daher, ich lasse erstmal Wasser laufen. So, okay, dann geht auch leiser. Es geht auch leiser. So, also wie gesagt, wir brauchen keine Starterbakterien oder irgendwas. Was ist nur los hier? Die Kamera. Na, lass das mal los hier, bitte. Danke. LOL. Oh, hier ist Schlauch gelassen. LOL, da hinten. Ach, siehst du wohl, ne? Irgendwas, was auch immer. Ich sag, der
Ich bin gerade nebenbei am Wasserwechsel machen bei den Neocaridiner übrigens. So, also, es geht um das Becken. Wir brauchen jetzt das Wasser hier. Ja, genau. Weil das kommt jetzt in das neue Becken rein. Ich lasse das jetzt mal hier in den Eimer reinlaufen. Erste, ne? Achte darauf, dass ich mir jetzt keine Garnele einsauge. Wenn doch eine durchgehen sollte, ja, nun gut, wäre nicht so schön, weil dann muss ich jetzt wieder rausfangen. Ja, ist so, ne? Deswegen passe ich jetzt doch ein bisschen besser auf. Wenn jetzt ein kleines Baby reinkommt, ist nicht ganz so schlimm. Das kann ich hinterher mit reinkippen. Könnte ich mit der großen auch machen. Lol. Ja, ist so, ne? Machst du nichts. Ja, okay. Ist mir aber noch nie passiert. Deswegen versuche ich das irgendwie immer zu erklären, dass man es nicht machen sollte. Ne? Aber wenn es dann doch passiert, ja, dann ist das eben so. Und dann wissen wir auch gleich ganz genau, wie viel Wasser wir hier in einem Rundglas drin haben. Klar kann man sich das ausmessen, logischerweise. Ne? Aber die Realität sieht manchmal ganz anders aus. So, blub. 5 Liter sind voll. Toll. Nee, der Kanister ist mit 5 Liter erstmal voll. So, den Rest lassen wir drin, denn wir müssen die Garnelen ja noch rausfahren. Ne? Und, aber erst kommt das Moos raus, damit wir auch an die Garnelen rankommen und die Schwimmpflanzen. Das gebrauchte Wasser läuft jetzt in das besagte Aquarium, muss jetzt nicht zeigen. Ne? So, drehen wir uns einmal kurz. Jetzt kann ich aber leider nicht sehen. Ich muss mal das Display drehen. Ob wir etwas sehen können? Ja, können wir, ne? Können ein kleines Stück näher ranzoomen hier. So, und dann holen wir jetzt hier erstmal die Pflanzen raus. Jetzt habe ich allerdings vergessen, ein bisschen Wasser zu holen. Das hole ich mir jetzt hier raus, logischerweise. Ne? Aber nicht zu viel, sodass die Garnelen noch ein bisschen schwimmen können. Warum Wasser? Ganz einfach, wenn ich das Moos raushole und die Schwimmpflanzen, kann es sogar sein, dass man da Garnele dran hängt. Ne? Deswegen, so, okay, dann holen wir das jetzt mal raus, soweit hier. Ein bisschen hin und her bewegen die Geschichte. Boah, die hängen sich da alle drunter jetzt. Wenn die wüssten, was los ist, ne? Die würden sich freuen. Die würden sofort ins Netz springen. Aber nun ja, das wissen die halt nicht. Ne? Und von daher werden sie sich gleich zieren. Ist aber nicht so schlimm. So, nehmen wir das Moos heute raus. Das kommt alles, was. Ich wäre fast umgekehrt. Alles, was hier drin ist, kommt jetzt tatsächlich mit ins Aquarium. Ne? Laub, alles, was wir hier finden. Gehen wir mal schön auf die Suche. Mal gucken, was wir alles noch so entdecken hier drin. Ja gut, du kannst jetzt natürlich nicht so viel sehen. Ich selber auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber okay, ich denke mal, das meiste kriegen wir so raus. Da brauche ich schon einiges an Laub drin, was sich angesammelt hat. Eichenlaub wohlgemerkt, ne? Weil das verrottet nicht so schnell. Das dauert unter Umständen wochenlang. Was ist denn hier? Ach, ein Steinchen. Ja, den nehmen wir auch mit, aber den kann ich nicht einfach so reinschmeißen. Den lege ich mal eben in den Becher. Der kommt mal kurz in den Becher. So, ich hoffe, ihr versteckt euch jetzt gleich nicht in unsere Limnophila sessiliflora. Denn, naja, wenn nicht, dann muss ich sie halt ein bisschen scheuchen. Das ist aber auch nicht das große Problem. So, warum nehme ich das ganze Laubzeug hier raus? Ganz einfach, wenn ich da im Kescher gleich reingehe, ist es natürlich einfacher, die Garnelen rauszufangen. Ne? Das liegt da hinten noch. Ach, ein altes Stöckchen von, ach, Weidenrinde ist das. Weidenrinde, ja, kommt, die kommt auch mit rein. Wir haben noch einen Erlenzapfen, der kommt auch mit rein. Der liegt ja noch gar nicht so lange drin. Hier ist auch noch ein Blatt. Ja, ihr wollt gleich hier surfen drauf, wohl. Oder die Waldfee, sag ich dir. So, komm du auch mal da runter. Okay, jetzt müssen wir alles gedönst soweit raus haben, dass wir gleich ordentlich keschern können hier. Wie gesagt, das kommt alles mit ins Aquarium. Alles. Alles. Ne? Hier sind Bakterien dran. Gute Bakterien übrigens. Ne? Okay. Immer Play gestellt, jawohl. So, jetzt habe ich eins vergessen und zwar brauchen wir noch ein bisschen Altwasser, weil wir müssen die Garnelen ja auch so ein bisschen eingewöhnen. Ne? Deswegen fangen wir die und packen die gleich hier rein in ihr eigenes Wasser. Dann kriegen die auch gar keine Probleme. Ne? Da brauchst du keine Angst haben. Dann kriegen die gar keine Probleme. So, den Kauderwelsch, den lasse ich jetzt schon mal rein hier vorsichtig. Nach Möglichkeit, ohne viel aufzuwühlen. Das Gefäß ist übrigens sauber. Alles, was ich verwende, wird heiß ausgewaschen oder ist mal heiß ausgewaschen worden. Ne? Ganz wichtig. Nicht, ja, wie soll man das sagen, nicht weil oder weil eben doch. Hier geht es um ja, Dreck in dem Sinne. Ne? Also Fettreste, Ölfilme, Chemikalien, Putzmittel, weißer Geier was, wann alles so im Haus anfasst. Ganz wichtig nach wie vor, ne? Hände waschen. Das ist das A und O in der Garnelenhaltung und Garnelenzucht ist ganz, 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 ganz wichtig. Ne? Da brauchst du auch keine Angst vor Bakterienunverträglichkeit haben oder so weiter. Das ist sowieso auch so eine Sache für sich, aber okay. Reden wir einmal mal drüber. Das hat die Mareike jetzt gemacht erstmal. Das reicht erstmal. Bei Minibeck könnt ihr gerne mal gucken.
Die hat das eigentlich ganz gut erklärt, muss ich sagen. Ganz toll. So, we are ready. Oh, jetzt hätte ich es fast vergessen. Das ist der Quatsch, dass ich hier wieder fusselig, ne? Und vergiss den Silikonschlauch, den kann man einfach zudrücken. So, und dann einmal wieder rüber. Und dann kann der Rest hier reinlaufen. Wie gesagt, das sind jetzt 5 Liter zu 20 Liter, die wir hier reinbringen von dem Altwasser. Ne? Das ist ganz wichtig beim Schnellstart. Das ist ganz wichtig. Ne? Aber nicht nur das. Insgesamt, ich weiß, kennst du die Geschichten schon. Aber wer es noch nicht kennt, der wird das heute nochmal miterleben. So, den nehme ich schon mal mit zum Catchen. Jetzt sieht man erstmal, was für ein Gewusel da drin ist. Siehst du die ganzen kleinen Hüpferlinge da drin? Ha, ist das nicht herrlich? Ne? Wenn die Kleinsten sich wohlfühlen, dann fühlen die Großen sich auch wohl. Und die laufen jetzt rum und schnabulieren. Die interessiert das überhaupt nicht, was hier bis jetzt passiert ist. Ja, interessant auf jeden Fall, schon mal so mitzunehmen. Babys, würde ich sagen, kann ich jetzt nicht wirklich erkennen. Wobei, da ganz hinten vielleicht. Da ist ein Baby, da. Auch wenn er jetzt nicht wirklich scharf stellt. Das ist immer so eine Sache hier durch die, ja, okay, das war jetzt die Vanille. Nun gut, dann mach du dich ins Bilde. Also wie gesagt, so pro Wurf, lol, Eier werfen, pro Gelege, jawohl, genau das Gelege. Also pro Schlupf, sagen wir es mal so. Aber das ist eine hübsche hier, ne? Jetzt schon wieder die Wurzel scharf gestellt. Was soll denn das jetzt hier? Pro Wurf kannst du sagen, kommt ein Tier durch. Hallo? So. Okay, nun gut, ja, ist halt so, machst du nichts. Guck mal, da ist ein Baby, hast du das gesehen? Hat das Baby jetzt den Großen verschreckt da? Oder die Waldfee? Kannst du es sehen da neben der Wurzel? Wurzel, seit wann stellt so was Kleines scharf? Ich sag's dir, sonst kriegt man das nicht hin. Und jetzt, da ist noch ein Baby. Okay, also zwei sehe ich jetzt doch auf Anhieb schon. Ja, sind wohl doch mehr Babys drin als gedacht. Nun gut, aber egal, jetzt werden wir erstmal catchen. Das Fangen kann beginnen. Lassen wir uns mal überraschen, wie sie reagieren. Das kennen sie nämlich jetzt nicht so wirklich. Ich versuche mal ganz vorsichtig mich zu nähern. Oh, ist hier nicht ganz geheuer. Nein, sie will nicht so wirklich. Komm, komm, guck doch mal rein hier. Vielleicht gibt es ja was Interessantes. Da kommt gerade einer angetippelt. Dem ist das auch nicht so geheuer. Ja, dann tun wir uns jetzt mal die Zeit an. Ist das ein Weibchen mit Eiern? Das kannst du wahrscheinlich besser sehen von da vorne, obwohl es nicht nah genug, ne? So, jetzt kommt einer über das Netz gekrabbelt. Kommst du denn dann schon mal mit rein hier? Möchtest du? So, okay. Ja, genau. Ist auch eine Eiertante. Oh, und ein Baby. Oh, ein ganz kleines Baby. Ja, gucke mal. So, dann kommt er jetzt hier in den Behälter rein. Einmal unsere Eiertante und das Baby müssen wir aber auch mitnehmen. Die Kleinen, die zieren sich immer so ein bisschen. Ja, so, jetzt schwimmt er frei tatsächlich. Ah, coole Sache. Also da müssen wir gleich doch genauer gucken, wenn wir dann den Boden, komm du mal rein hier, wenn wir dann den Bodengrund mitnehmen. Dass wir, obwohl, ich lasse das Gefäß sowieso noch ein paar Tage stehen hier. Ne? Wir werden das gleich wieder auffüllen mit etwas Frischwasser. Oder mit Frischwasser in dem Sinne. So, siehst du, hat auch wunderbar geklappt, ne? Und haben wir hier auch eine Eiertante? Ich guck gleich mal. Nein, die hat keine Eier. So, ich guck mal einmal hier vorne. Die sitzen jetzt alle hier vorne, ne? Alle vor der Kamera. Ich sag es dir, du. Die wollen präsent sein. So, ganz ruhig, ganz langsam. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die plötzlich durch die Gegend scheuchen. Das ist nicht so schön, ne? Komm, tippel doch mal rein hier. So, guck mal, fein hast du das gemacht. Und wieder eine Eiertante. Ja, das ist jetzt schon wichtig, damit wir auch Zuchterfolge haben mit der Gruppe hier, dass wir die jetzt halt umsetzen. Ne? Denn ansonsten hier im Behältnis wird das nichts. Aber ich meine, so zum, ach, das ist ein ganz kleines, so zum Angucken war das okay, muss ich sagen. Zum Zeigen auch, ne, wie das so funktioniert, dieses Becken. Ach, die ist auch ganz klein noch. Holla, die Waldfee. Aber ich will dich jetzt aber auch nicht, ja, so lange, wie man so schön sagt, aufhalten. Und werde das jetzt in Ruhe alleine weitermachen. Ganz in Ruhe, ja, ganz ruhig, komm rein hier, komm, einfach rein, auch ein Weibchen mit Eier. Holla die Waldfee, das gibt aber viel Nachwuchs dieses Jahr, siehst du wohl, gucke mal. So, rein hier, so, jawohl, wunderbar. Okay, den Rest mache ich just alleine, in Ruhe. Ach, das macht Spaß, muss ich sagen, in so einem Becken hier zu fischen, ach nee, zu garnelen. Ich wollte mir just was gezeigt haben. Ich bin jetzt so mit dem Kescher hier so drüber gegangen, über die Oberfläche, so hin und her gewirbelt.
für den Fall, dass nochmal ein Baby drin ist, dass das nochmal aufschwimmt und ich das gegebenenfalls dann sehen kann. Und du siehst, es gibt keine Trübung. Es gibt keine Trübung. Also das ganze Modderzeug und so, das hängt also tatsächlich in tieferen Schichten. Das ist eine coole Sache. Also richtig genial. So, das heißt, ich kann den Kescher erstmal sowieso hier drin lassen. Denn wir holen hier gleich noch Modder raus. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall noch. So, da sind sie. Meine ausselektierten, wunderschöne Tiere, muss ich sagen. Richtig klasse. Und fast alle Weibchen tragen Eier. Also ist echt crazy, muss ich sagen. Richtig crazy. Ja, das heißt, Klartex erstmal eingewöhnt. Also sie haben alle einen Rückenstrich, ne, und gräten halt so bis zur Hälfte des Körpers. Und im besten Fall noch etwas Snow, also etwas Schnee an den Wangen oder an den, na, stellt sich mal bitte scharf. Oder, ja, ich sag mal Bauchbereich in dem Sinne. Da sind jetzt noch nicht so viele Tiere mit dabei, aber das ist halt eine Selektionssache. Also wie der hier, der ist richtig hübsch. Richtig klasse. Ne? Und das sind da auch später hochpreisige Tiere, sag ich mal. Weil so eine Zucht ist natürlich, ja, sehr zeitaufwendig. Ne? Also das geht nicht einfach mal Männchen, Weibchen zusammen, dann hast du viele und kannst verkaufen. Nee, das wird noch lange Zeit dauern, bis das soweit ist. Und da kann man tatsächlich auch ein bisschen mehr Geld für verlangen haben. Okay, also, dann gewöhnen wir sie jetzt erstmal ein. Heute machen wir die Eingewöhnung mal anders. Also nicht tröpfchenweise. Tröpfchenweise ist von Vorteil, wenn das jetzt, ich sag mal, du nicht unbedingt dabei bist oder längere Zeit keine Zeit hast oder wie auch immer. Wenn du Zeit hast, kannst du einfach zwischendurch einen Schluck nehmen hier. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mehr als einen Schluck, trockne das mal eben ab hier und gibst dann alle paar Minuten einen kleinen Schluck dazu. Allerdings bitte nicht zu viel auf einmal. Ne? So, und das machst du jetzt alle 5 Minuten, halbe Stunde durch und dann kannst du die Tiere umsetzen. Ne? Also musst du es nicht mit Tröpfchen machen, das geht tatsächlich auch so. Aber es kommt darauf an, ob man jetzt Zeit hat oder nicht Zeit hat oder wie auch immer, ja, wie viele Tiere das sind, wie weit die Parameter auseinander sind, die Wasserparameter. Also wie wir das letztens gesehen haben bei dem Pure Redline zum Beispiel, da habe ich mir schon ein bisschen mehr Zeit genommen und habe das dann auch tröpfchenweise gemacht. Aber hier, wie gesagt, die kommen innerhalb von einer halben Stunde gleich hier rein, alle 5 Minuten, Schluck dazu. Wenn es dann zu viel werden sollte, einfach ein bisschen Wasser rausnehmen, mit ins Aquarium wieder reingeben und dann wieder Schluck nachfüllen. Ne? Also das ist nicht das große Problem, das funktioniert so tatsächlich auch. Ja, okay, in der Zeit können wir dann aber schon mal Bodengrund besorgen. Generell immer Lappen, dabei, dann machst du ja nichts, plöderst nichts und behältst alles schick dabei. Ne? Dann hat man nicht so viel Nacharbeit. So, und dann baggern wir und baggern wir und baggern wir und baggern wir und baggern wir uns hier mal den Schmodder raus. So, einmal hoch und einmal rüber und dann rein damit. Wir werden allerdings nicht, wie gesagt, alles rausholen, denn das Becken wird weiterlaufen. Allerdings ja, weiß ich noch nicht, was da reinkommt. Voraussichtlich nehme ich das dann als Babystation, um Babys großzuziehen. Das wäre zum Beispiel eine tolle Möglichkeit. Ne? Und da das Becken ja eingelaufen ist, hier eingefahren, eingelaufen, also aktiv, ne? Dann ja, ist es natürlich besser, einfacher in dem Sinne. Ne? So, aber trotz alledem holen wir ordentlich was raus hier. Und dann kommt auch wieder frischer Zoll mit dazu. So, Bagger, Bagger, Bagger. Ja, ist schon eine tolle Sache, ne? Wie einfach alles ist. Das Gefäß mache ich jetzt übrigens nicht sauber, auch das Glas nicht, weil das dient dann mehr oder weniger wieder als Futter. So, dalle, einmal kurz gezeigt. Und mit einer Hand ist jetzt natürlich, ne, nicht der Burner, aber okay. So, siehst du wohl. Und jetzt können wir dann auch mal den Schmodder hier drin sehen. Na, ist schon interessant, dass das also im Untergrund festhält. Ne? Tolle Sache, muss ich sagen. So, das sollte jetzt aber reichen. Den Rest lassen wir drin und füllen das gleich auf mit Zoll. Muss ich jetzt nicht zeigen. Ich werde auch hier dann, wie gesagt, Wasser gleich nochmal nachfüllen und dann ist gut. So, wie mache ich das jetzt? Warte mal, der Lappen geht bis da vorne. Jawohl, genau. Jetzt fällt er wahrscheinlich um. Nee, doch nicht. Okay. Dann nehmen wir den Kram jetzt mal mit hier. Und packen den sofort ins Aquarium. Wie gesagt, das Ding ist sauber. Ne, hat man vorhin auch verwendet. Gucken wir mal eben, wie es denn geht hier. Alles easy, alles cool. Aber das ist schon ein doller Druck. Ne?
Mit dem Selektieren übrigens der Babys muss man warten, also lange warten, weil die Rückenstriche, die kommen manchmal erst ein bisschen später. Aber ist nicht so schlimm, die können ja hier ruhig drin bleiben, bis sie so 1,5 cm groß sind oder so. Und dann kann man das schon sehen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit für einen Schnellstart, kennen wir schon, ne? Das läuft jetzt schon, boah, bestimmt 3 Wochen, wenn nicht sogar 4 Wochen. Also als ich das letzte Mal benutzt habe, ist bestimmt über einen Monat her, ne? Muss ja ein bisschen Wasser nachfüllen, sehe ich gerade. Ja, also das ist dann auch sowas, wo man sagt, wo man sagen kann, da ist auf jeden Fall jede Menge Biologie im Gange, in dem Sinne, wenn man davon sprechen darf, ne? Immer so in Anführungsstrichen, ja, ist halt so, ne? So, jetzt habe ich natürlich dummerweise alles rumstehen, wir können gar nichts mehr sehen. Pass mal auf, mache ich das denn jetzt? Ich stelle das mal eben alles so ein bisschen rum hier, dass wir ein kleines bisschen mehr sehen können. So, du kommst mal runter da, einmal aufs Knie. Das wollte ich jetzt gemacht haben. Ach so, den Bodengrund, richtig, der Bodengrund kommt jetzt rein. So, okay, wie gesagt, das Gefäß ist sauber, da brauche ich also keine Bange haben. So, gehen wir einfach mal hier rüber und dann lassen wir die Suppe hier reinlaufen und verteilen das auch wunderbar. Guck dir das mal an, wa? Heftig, ne? Also, es ist so, die einen machen die Aquarien sauber und der Detlef macht sie dreckig, ne? So ist das halt, machst du nichts, ne? Aber glaub mir, das funktioniert wunderbar, richtig klasse. So, und das ist auch in ein paar Minuten gegessen wieder, ne? Also lol, also ich meine, hat sich das gelegt in dem Sinne, ne? So, alles raus, jawohl, wunderbar. So, das, stelle ich das denn jetzt hier noch aufs Knie, genau. Aufs Knie, da steht ja das Handtuch. So, meine Lieben, dann geht's bald ins neue Zuhause. Und das ist wirklich, oh, guck mal, der ist auch schön, ne? Oh. Oh, das macht so richtig Spaß, wenn man eigene Zuchten angeht. Richtig klasse. Okay. Mal gucken, wie das so in einer halben Stunde aussieht hier. Währenddessen ich jetzt in die Pause gehe, lasse ich das, wie gesagt, eine halbe Stunde ungefähr laufen. Gehe zwischendurch mal hin und kippe ein bisschen Wasser bei unseren Garnelen nach. Oder hole mal ein bisschen raus von Wasser und kippe das wieder ins Aquarium zurück, je nachdem. Und jetzt lasse ich aber den Filter schon mal mitlaufen, ne? Damit die Bakterien, jetzt die guten, wohlgemerkt, ne? Auch mit in den Filter reinkommen. Ich hoffe, dass das so funktioniert, weil der Wasserstand natürlich relativ niedrig ist, aber ich werde den jetzt nicht erhöhen, denn ich sag's mal so, wie es ist, zu viel Frischwasser und zu wenig Altwasser ist auch nicht der Burner, ne? Deswegen versuche ich das jetzt. Ich mache mal die Pumpe eben an, mal eben gucken, ob der, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Schlauch schon, ich glaube, ich mache mal eben die Pumpe an. Einmal an, bitteschön. Jawohl. Wunderbar. So. So, die Pumpe schmeißt mir alles um die Gegend, die Seite hier. So, ich habe ihn aber noch nicht aufgemacht, den Hahn. Mal eben gucken, welcher jetzt müsste der sein hier. Mal eben gucken, ob das jetzt so funktioniert. Oh, ja, ja, ja. Oh, langsam, langsam, langsam. So. Zu viel soll da auch nicht durchlaufen. Schön langsam erstmal. Ja, das ist okay. So, das reicht. Wie gesagt, ich werde jetzt jeden Tag ein bisschen Wasser nachfüllen, ne? Nicht zu viel auf einmal, immer so ein bisschen Frischwasser dazu. Ja, was heißt ein bisschen? Ich würde sagen, jeden Tag so 2-3 Liter ungefähr. Man kann sicherlich auch mehr dazu führen, aber ich weiß auch nicht. Also manchmal ist es auch wurscht, ne? Hauptsache man füllt später ein bisschen nach und nicht alles auf einmal. Im Prinzip kann ich morgen nochmal 5 Liter reinpacken, übermorgen nochmal 5 Liter dazu packen. Die Bakterien, die vermehren sich also eigentlich rasant und von daher sollte das wohl funktionieren. Ich sag mal, es funktioniert, kann ich definitiv sagen. Wir haben schon ganz andere Geschichten gemacht, ne? Genau. So, ja, okay, dann gehe ich jetzt in die Pause und lasse das hier erstmal laufen. Übrigens würde sich das Wasser auch klären, wenn kein Filter läuft, ne? Das sackt zugrunde und dann, ne, ist das Wasser wieder klar. Aber okay. Meine Pause ist noch nicht zu Ende. Ich war noch gar nicht in der Pause, aber ich wollte es kurz erwähnt haben. Hier läuft jetzt schon mal Wasser rein, ne? Wie wir das kennen, mit dem GH Plus, so circa bei 250 Mikrosiemens. Dass wir das schon mal fertig haben. Ich muss die Pumpe jetzt laufen lassen hier. Und im besten Falle werde ich auch mal versuchen, oder kriegen wir es so hin? Ne, kriegen wir es so hin, guck mal, wunderbar. So, kurz erwähnt, das sind zum Teil auch schon ältere Tiere. Bei solch einer Aktion kann es passieren, dass auch mal ein Tier umkippt, in dem Sinne stirbt. Das kann passieren. Ne? Umso älter die Tiere sind, umso stressanfälliger sind die und können unter Umständen auch mal, ja, dahin gehen, weil sie einfach, ja,
das nicht mehr mitmachen. In dem Sinne, das kann passieren. Ne? Deswegen gucke ich, wenn ich Tiere versende, dass ich also junge Tiere versende, also schon mit Zeichnung, wo man erkennen kann, was für ein Tier das ist, ne? Was für eine Garnele, aber nach Möglichkeit jung. Weil dann hast du zu Hause ganz lange was davon und die Tiere ja, überleben einfach alles besser. Ne? Den Transport und das Eingewöhnen, da sind die nicht so anfällig. Aber alte Tiere, da kann es tatsächlich mal passieren, dass sie umkippen. Ne? Und von daher, vor allen Dingen, wenn das dann unterwegs noch passiert, während des Transportes, dann wird das Wasser noch schlecht. Ne? Und ja, dann gehen unter Umständen auch die anderen Garnelen später mal hops. Deswegen also nach Möglichkeit, wenn ihr Tiere kauft, versucht also wirklich junge Garnelen zu bekommen. Ne? Besser ist das. Ja, okay, das mal kurz nebenbei erwähnt. Man sieht schon, es fängt langsam an klar zu werden. Aber okay, bei der Geräuschkulisse lohnt es sich jetzt nicht weiter zu filmen. Deswegen gehe ich dann doch jetzt mal so langsam in die Pause. Mittlerweile ist schon ja, 20, 30 Minuten rum, wo ich das hier angefangen habe. Aber nun ja, wollen wir mal gucken. So, okay. Dann geht's gleich weiter. Das alte Becken ist wieder voll. Und ich habe gerade eben, können wir es sehen? Ja, können wir. Ein Baby entdeckt und zwar da an der Scheibe und das hole ich auf jeden Fall schon mal mit raus hier, damit es dann, ja genau, schwimmt du mal schön rein, genau so. Dann kann man auch mal sehen, wie klein die sind, ne? Echt crazy. So, jetzt hänge ich gerade dummerweise hier am Schrank fest am Kabel. So, okay, dann kommt der schon mal mit rüber hier. Wow. Oder die Waldfee. Jetzt müsste ich eigentlich erst zurückzoomen. Hör mal auf. Den setze ich hier nochmal mit rein. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich sehe ihn selber nämlich gerade nicht. So, jawohl. Jetzt schwimmt er runter. Siehst du wohl. Ja, okay. Dann ist er auf jeden Fall auch schon mal mit drin. Und wer weiß, was sich da noch tut in dem alten Becken. Deswegen lasse ich das jetzt erst noch bestehen. So, ich denke mal nur 10 Minuten maximal noch. Und dann kommen die Tierchen ins neue Quartier. Ach so, eins fehlt noch. Das habe ich ganz vergessen. Schmeiß ich den, kommst du da rein. So, weil ich zoome mal eben ein Stück zurück, damit uns hier nicht so schwindelt, damit uns nicht so schwindelig wird. So, hier mal kurz gucken. Alles okay, ja. Ach so, ich wollte ja gleich noch gefüttert haben, pass mal auf. Jetzt ist der Akku auch gleich noch alle. Aber das wollte ich jetzt noch just gemacht haben mit euch. Und zwar haben wir ja noch die Pflanzen, die wir hier zurückgeschnitten hatten. Ne? Die Limnophylla sessiliflora, die haben wir ja hinten reingepackt. Pass auf, ich nehme das mal mit. Und das ist übrigens ein Orchideentopf. Und die kommen auf jeden Fall schon mal mit hier rein. Das müsste ich jetzt allerdings, jetzt habe ich das Handtuch vergessen, ach so ist das, ne, machst du nichts. Aber ich mache das jetzt einfach so. Ich pack das Blatt habe ich da reingeschmissen, für den Fall, dass doch noch Babys drin sein sollten, ne, dass die auf jeden Fall was zu futtern haben. Die schmeiße ich jetzt einfach da so mit rein erstmal. Ne. So, 1, 2, 3 und jawohl, wunderbar. So, zuppel ich die mal ein bisschen auseinander hier, dann können die erstmal rumschwimmen. Dann haben die Garnelen was zum Festhalten. Und in dem Falle sogar Futter, wenn jetzt keine Garnele hier drin ist. Denn hier sammelt sich auch Biofilm dran. Ne? 1, 2, 3 und hups. Ja, okay, ein Tropfen daneben. Okay, ein bisschen auseinanderzuppeln. Dann gucke ich nochmal rein, wie das hier drin aussieht. Ne, ist keine Garnele drin. Nein, alles okay. Ja, siehst du wohl. So, dann auf jeden Fall schon mal Pflanzen, ja, als Schwimmpflanzen in dem Sinne drin. Werden wir später nochmal einpflanzen, aber jetzt erstmal, dass auf jeden Fall Pflanzen mit drin sind. Ja, siehst du wohl, dann geht's gleich los. Dann geht's gleich in die neue Heimat. Ach, das ist immer schön, wenn was Neues angeht. Das macht richtig Spaß, macht das. So, jetzt sollte auch langsam gut sein. So, machen wir eben noch das nächste Aquarium fertig. Denn ich hatte ja, wie gesagt, heute die Neocaridina, die dran sind. Überlegen, mache ich jetzt das hier erst fertig. Nee, weil hier bin ich ja schon am Rumhampeln. Das bringt nichts. Dann mache ich erstmal. Das hatte ich jetzt. Genau. Das da unten, das mache ich dann jetzt fertig. Da ich heute spätabend schon gefüttert hatte, also Spätnachmittag gegen Abend, werde ich nicht viel füttern. Es gibt jetzt gleich Spirulina oder Moringa. Ich muss mal gucken. Nee, heute gibt es Moringa. Genau, Moringa. Außer ein Becken. Die bekommen nämlich heute das neue.
Ja, Spinat. Probieren wir heute gemeinsam auf. Ich habe es noch nicht geöffnet. Hier ist so eine Öffnungslasche tatsächlich dran. Ich muss aber gleich gucken, wie das funktioniert. Und dann bekommen die gleich mal Spinat und die anderen dann Moringa. Einfach um zu gucken, ja, wie sie darauf reagieren. Dann wollen wir gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ich gehe zumindest, nee, doch nicht. Muss ich da jetzt dran reißen? Warte mal. Müsste eigentlich, ne? Ich mach's jetzt einfach, komm. Jawohl. Ah, okay. Und jetzt? Und nun? Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Keine Ahnung. Hallo. Ach so, warte mal. Ah, so geht das. So. Ja, Spinato. Da bin ich echt mal gespannt drauf, wie die da drauf reagieren. So. Nehmen wir mal nicht zu viel am Anfang, würde ich sagen. So, ein bisschen. Ne? Und das streuen wir jetzt einfach mal hier oben drauf. Und dann gucken wir gleich mal. Riecht auf jeden Fall sehr interessant. Irgendwie wie Tee tatsächlich auch. Und gucken mal, wie sie jetzt drauf reagieren. So, okay. Dann warte ich jetzt mal ein paar Minuten und bin gespannt der Dinge, die da passieren. So, weiter geht's. So viel ist noch nicht los gerade. Hier sieht man so ein paar, die schon am Schnabulieren sind. Ne? Wollen wir mal gucken. Aber wir gucken mal gerade bei dem Filterauslass hier. Der ist nämlich ein bisschen veralgt. Ich mal gucken, ob ich das so abgezogen kriege. Wenn ich schneide, ich es einfach ab. Moment, jetzt muss ich die Lampe einmal kurz... Na, siehst du nichts, ne? Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Hör auf, machen wir es einfach mal so. Ich denke mal so, dass wir tatsächlich hier... Die Algen fressen die übrigens, ne? Sehe ich gerade leider nichts. Ne, ich muss doch die Lampe da wegnehmen. I'm so sorry. Pass mal auf, mal eben den runternehmen hier. Dann hebe ich die einfach mal an. Und schneid mal den Kram hier einfach weg. So. Ich glaube, wir dürfen auch dann tatsächlich bald den Auslass nicht, sondern den Schwamm mal wieder sauber machen. Der Durchfluss ist nämlich jetzt ein bisschen weniger geworden als vorher, muss ich sagen. Ja, so langsam kriegt man da auch Erfahrung. Ja, wie gesagt, die Algen, die fressen die dann, wenn die ins Becken kommen. Ne? Aber da gucke ich morgen nochmal nach. Doch, also den Filter mache ich, oder die Schwämme, die mache ich dann auf jeden Fall sauber. Ja, also ich würde sagen, so großen Hunger haben sie nicht. Aber okay, wir warten, wie gesagt, erstmal ein bisschen. Dann zwischendurch, bevor es weitergeht, mal kurz einen Blick hier bei unserem Panda-Becken. Wie sieht's aus? Hier, ich sehe hier vorne gerade direkt ein kleines Baby. Oh, die sind gut gewachsen, muss ich sagen. Richtig toll. Ach, da ist noch eins. Dann kann man die auch mal, ne, wenn er scharf stellt, etwas besser sehen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Ich gucke bei dem nochmal hier. Komm. Ja, siehst du wohl, ne? Die verstecken sich übrigens auch in dem Soil. Also da war ich letztens sehr überrascht. Die kriechen tatsächlich bis hier unten rein. Also echt crazy. Und dann wundert man sich, warum man keine Tiere sieht, ne? Also keine Babys. Und mittlerweile sind sie größer. Da hinten läuft auch einer rum, sehe ich gerade. Da, so bildmittig. Also wenn die so blau-schwarz sein wollen würden, bleiben würden, wollte ich sagen, bleiben, da hinten läuft auch einer rum, dann wäre das schön, ne? Weil so blau und schwarz, tolle Sache. Jetzt ist er irgendwo versunken. Ach da, bildmittig. Ja, genau. Ach, guck mal, da laufen ja noch mehr rum. Ach, gucke mal. Ganze viele. Siehst du wohl, die haben sich alle im Zoll versteckt. Coole Sache. Dass ich das auch mal jetzt so tatsächlich, ja, weiß, ne, dass das so ist, dass die in diesem Soil sich verbuddeln. Tolle Sache. So, hier gab es wieder eine Häutung und da ist auch ein Baby direkt davor. Da ist die andere Hälfte von der Häutung. Ja, das war mal so ein kleiner Einblick geworden. Wie sieht es mit den Schneckeneiern da hinten aus? Tut sich da jetzt schon was? Nee, immer noch nicht. Ah, okay. Das dauert doch ziemlich lange, aber nun ja, wenn es denn soweit ist, dann werden wir das sehen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht mehr, weil dann sind die, dann sind sie wahrscheinlich weg. Okay, so, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt und werden mal unsere Schätzchen ins Becken, habe ich jetzt irgendwas vergessen hier? Nein, doch nicht, ich dachte gerade, und werden die jetzt mal
reinsetzen. Ich gucke hier nochmal kurz rein, bevor wir da hingehen. Also da werde ich jetzt die nächsten 2, 3 Tage mal genauer kontrollieren. Und dann überlegen wir mal, was dann hier jetzt reinkommt. Ne? Weil ich werde es als Babystation nehmen, das steht fest. Ne? Nicht zur Aufzucht von also Großen, sondern tatsächlich Babys kommen da rein dann. Aber okay, das heißt also Muttertiere in dem Sinne mit Babys. So, achso, hier unten wollten wir hin, richtig. Jetzt bin ich schon komplett von der Rolle. Tja, also, es ist soweit. Dann stellen wir das mal eben just an die Seite. Und dann kommen die jetzt rein. So, das Gefäß ist übrigens auch sauber. Ganz wichtig, ne? Grundsätzlich. So, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel wir gleich hier sehen können. Ich muss das langsam machen. Jetzt habe ich was vor den Füßen stehen. Das muss ich erstmal an die Seite schieben. So, okay. So, langsam rein. Wow. Ja gut, ist ein bisschen tief, ne? Das dann festhalten nicht ganz so einfach, aber wir gucken trotzdem mal. So, vorsichtig, jawohl. Wunderbar. Ah, ist das schön. So, jetzt drängen sich alle da hinten in die Ecke. Oh, da bin ich mal gespannt drauf, was dann hier demnächst zustande kommt. Ich sehe nämlich gerade eine, die macht schon so Zicken. Die rote, siehst du die? Die jetzt rauskommt hier. Die macht schon so ein bisschen Zicken. Aber okay. Das ist eben, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, dann ist das nicht mehr so einfach mit dem Umsetzen. Das ist so. Das ist definitiv so. Ne? Da braucht man keinen Hehl von machen oder schönreden. Deswegen, ne, nach Möglichkeit Tiere kaufen, die noch jung sind. Gut, du kannst ja auch große Tiere kaufen, die jung sind. Wenn du jetzt einen Züchter hast, wo du genau weißt, dass die eben nicht schon ein Jahr alt sind oder so. Ne? Ich muss mal eben in den Behälter reingucken, ob da noch irgendwas drin ist. Ne? Bei den Babys immer ganz genau gucken. Ja, ist alles okay. Supi. So, dann kann ich den gleich wieder heiß ausspülen und habe ihn dann wieder parat. Wo ist der rote? Da hinten. Da ganz hinten. Scheint ihn aber gut zu gehen. Okay. Der machte vorhin nämlich auch schon so fiese Matenten. Hier ist mal, wenn ich Wasser nachgefüllt habe, dann hat er sich erstmal, ja, einmal umgedreht in dem Sinne. Ne? So, wir haben alles drin, was wir brauchen. Und dann schmeißt mal eure Eier hier durch die Gegend. Yippie-yay. So, ich werde hier also nichts ummodeln, nichts gerade ziehen oder dergleichen. Ich lasse das so, wie das ist. Das modelt sich alle von allein zurecht hier. Ja, okay, also haben wir das nächste Becken am Start. Supi. Also die es geschnallt haben jetzt und Hunger haben, die sind volle Kanne dabei. Aber eben nicht so viele. Das heißt, aber ich hatte ja vorhin schon mal anfangs, hatte ich das heute erwähnt, glaube ich ja, ne? Dass, oder war das gestern gewesen, dass die gar nicht so doll aufs Futter abgehen, sondern alle hier überall durch die Gegend weiden, könnte man sagen. Ne? Ja, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, auf jeden Fall. Interessante Sache, muss ich sagen. Also es hat sich wohl doch jetzt einiges an Aufwuchs entwickelt durch das verschiedenartige Futter, das wir hier reingeben. Ne? Also ist schon eine tolle Sache, auf jeden Fall. So, dann lasst uns überraschen, was wir dieses Jahr hier, nicht wir, sondern die Tiere dann uns zeigen werden, die Garnelen, an Nachwuchs und vor allen Dingen, wie die sich dann verändern werden in der Farbgebung und so. Ne? Das wird eine ganz spannende Sache. So kommt man von Jahr zu Jahr, hier blendet das jetzt natürlich wieder, nee, das hat keinen Sinn, von Jahr zu Jahr Schritt für Schritt weiter. Ne? Tolle Sache. Also die Pflanzen geht richtig gut hier. Oder die Waldfee? Wir werfen mal kurz einen Blick in die Babystation von den Red Fancy Tiger Babys. Also die sind sehr agil, muss ich sagen. Fleißig unterwegs. Ich glaube, es ist soweit, dass wir sie umsiedeln. Ich bin gerade überlegen, ob wir das heute noch machen. In dem Zuge würden sie dann hier einziehen bei den anderen Red Fancy Tigers. Die sind ja schon doppelt so groß hier, aber ich würde sagen, die sind jetzt, ich sag's mal so, dass sie abhauen können, ne? Um nicht gefressen zu werden in dem Sinne. Ich glaube ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber ich weiß noch nicht, ob wir es heute noch machen. Ich muss mal gucken, wie ich gleich drauf bin. Ich mache erstmal eine klitzekleine Pause. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir da vorgehen. Hier habe ich übrigens gerade eine Thylomelania, also ein Baby, reingesetzt. Das können wir jetzt natürlich nicht sehen. Nö, lol. Vielleicht gleich, wenn ich den Kasten davor wieder weg habe. Ja, und hier unten sieht es gut aus, muss ich sagen. Sind alle fleißig unterwegs,
tummeln sich alle so um dieses Moospolster rum hier. Das Moospolster übrigens bleibt jetzt nur anfangs noch mit drin, weil, wie gesagt, dort noch Mikroorganismen dran sind und halt positive Bakterien und. Ne? Und von daher bleibt das erstmal so. Aber das Moos kommt auf jeden Fall raus, denn ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt, an Moos habe ich mich satt gesehen und ich möchte ganz einfach Neues ausprobieren. Ja, was heißt ausprobieren, können wir ja eigentlich schon in der Thematik dann mit dem Süßwassertang, wenn ich genug zusammen habe und oder aber einfach nur Pflanzen in dem Sinne. Ach so, warte mal, was mir gerade einfällt. Ups, sorry, wir haben ja Pflanzen geschenkt bekommen. Name kommen wir später drauf. Das ist auf jeden Fall ein Bodendecker hier. Der wurde abrasiert, abgeschnitten, ne? Und das sind jetzt alles lauter kleine Einzelteile hier. Ich habe das hier erstmal zwischengeparkt. Wir könnten mal ja, einen Bodendecker in dem Sinne in einem Becken angehen. Und zwar, ja, wahrscheinlich in mehreren später mal, aber hier erstmal, würde ich sagen. Das würde sich doch anbieten, ne? Dass wir hier, ich hoffe zumindest, dass ich das hinbekomme mit dem Soil, denn ihr wisst ja, Soil bepflanzen oder in Soil pflanzen ist nicht so einfach. Aber Versuch macht klug, ne? Vielleicht mache ich es dann auch alleine in dem Zuge. Oder ich mache erstmal ein bisschen und wenn ich das geschafft habe, dann zeige ich es euch. Lol. Ja, ist so, ne? Machst du nichts. So, hier habe ich jetzt heute noch gar nicht reingeguckt, fällt mir gerade ein. Einige Muttis sind ja schon umgezogen, die sind ja schon ja, im Mutterquartier, kannst du sagen. Ich habe jetzt lange Zeit kein Baby mehr gesehen, aber ich weiß, dass welche drin sind, größere auch schon, aber die verstecken sich so gut in dem Moos, ne? Und das ist also echt, das ist schon auch wieder ein Monsterplocken da hinten mittlerweile. So, in dem Zusammenhang, genau, ach nee, kann ich gar nicht zeigen, die sind ja weg, lol. Ja, ich hatte da vorhin den Behälter oben drauf stehen, um das Wasser reinzulassen. Die stehen jetzt irgendwo auf dem Fußboden rum. Da, pass mal auf, können wir da eigentlich mal gucken gehen? Ja, Wasser müsste soweit durch sein. Ja, ist drin. So, alles okay hier soweit. Und hier habe ich dann gerade eben das Thylomelania-Baby rausgeholt. Ja, ne, um auch mal in anderen Aquarien dann so nach und nach Thylos zu bekommen. Guck mal, wie schön sich das jetzt klärt. Ne? Das ist so klasse. Da wird nicht mehr viel von übrig bleiben. Ne? Also die werden komplett wegschnabuliert von den Garnelen, aber auch von den Schnecken. Den Kram hier an die Seite packen. Die halten sich sehr gerne jetzt hier im Bereich der Steine auf und lutschen die ab. Und die Schnecken, die sind so genial gewachsen. Die waren damals so winzig und wollten nicht größer werden. Ne? Und seitdem wir Calciumcarbonat dazugeben, alles natürlich ganz klar gemessen. Ne? Nicht aber irgendwas reinschmeißen. Ne? Das muss alles nachgemessen werden, damit du das ordentlich machst. Ne? Das ist schon wichtig, ein pH-Messgerät. Klar, gibt es auch andere Möglichkeiten, aber ja, muss jeder selber gucken, ne, inwieweit er damit klarkommt. Aber wenn man denn sich mit der Thematik richtig beschäftigt, ist auf jeden Fall ein pH-Messgerät von Vorteil, sagen wir es mal so. Ne? Und man sieht schon, es tummeln sich immer mehr Garnelen hier drin. Also klasse, also richtig genial, ne, dass die jetzt auch von dem Zusatzfutter profitieren. Total klasse. Ja, pflanzentechnisch müssen wir mal gucken, hier schwimmt noch einiges oben rum. Lol. Ja, so ist das. Wenn man keine Zeit hat, schmeiß einfach rein. Das wird schon irgendwie dann. Ne? Später kann man das immer noch angehen. Man muss nicht immer alles sofort machen. Ja, toll, muss ich sagen. Also, dass sich das Becken so positiv entwickelt hat. Total crazy. Total crazy. Also, richtig klasse. Ja, okay. Achso, ich wollte es ja gezeigt haben. Warte mal. Jetzt muss ich gerade selber erstmal gucken, wo sie denn sind. Hier stehen noch zwei Behälter. Für Hartwasser müssen ja noch zwei Becken oder ich noch zwei Becken fertig machen. So, dann haben wir hier einmal die, da steht es noch auf Redline Zucht 1. Das sind die Babys, genau. Ups, sorry. Da werden wir wahrscheinlich jetzt nicht viel sehen können. Doch da. Oh, ein Santa. Ja, da werden sowieso jetzt viele bei rausfallen, die wieder so aussehen wie die Generation vorher. Ne? Das ist halt so. Ist aber nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass wir die im Auge behalten und dann diese Babys wieder weiter vermehren. Ja, wie gesagt, viel werden wir nicht sehen. Und hier sind dann jetzt die, genau, Redline, das sind die neuen, genau. Hier im Schnellstart tatsächlich auch und wir sehen, den Garnelen geht es richtig gut. Hier haben wir eine Eiertante, ja, sind sowieso nur Eiertanten drin. Ne? Also die Babys dürfen noch nicht raus sein. Es müssten Viere mittlerweile sein. Irgendwo da oben werden die wohl noch rumtouren dazwischen. Ja, okay, die kommen gleich wieder auf den Schrank, denn da oben ist die Luft einfach ein bisschen wärmer tatsächlich. Ne?
Okay, lass uns mal kurz gesehen haben, wie es denen hier geht. Die wollte ich ja eigentlich übergesiedelt haben, nach da oben rein. Aber ich bin mir gerade in dem Sinne nicht schlüssig, sonst wäre es ja schon längst passiert. Ne? Weil ich würde gerne, ach ja, mal gucken. Dann nehme ich euch damit, wenn es denn soweit ist. Ach so, hier, die Lampe ist runter, ist putt. Ja, ist die nächste, ne? So ist das. Ja, machst du nichts. Okay. Man kann zwar nicht viel erkennen, aber da sitzen sie zuhauf und sind am Schnabulieren. Also den gefällt der Spinat auf jeden Fall hier. Den White Pearls, also das ist eine coole Sache. Die sind alle, das ist jetzt allerdings schon eine halbe Stunde her, dass ich gefüttert habe. Auf jeden Fall mögen sie es. Wir können mal gucken, ob wir von oben vielleicht ein kleines bisschen mehr erkennen können. Ja, doch, guck mal. Die holen sich jetzt noch die Reste, die noch irgendwo zu finden sind. Tja, okay. Hier genau dasselbe. Die mögen es auch. Spinat, ich habe übrigens gerade auch probiert, weil ich hatte was an den Fingern gehabt. Der ist lecker. Wirklich lecker. Tolle Sache, muss ich sagen. Ja, okay. Dann werde ich das nächste Mal füttern, wenn sie richtig Hunger haben, wenn Fütterungszeit ist. Und ich denke mal, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr beobachten in dem Sinne. Okay. So, mein Lieben, ich mache jetzt auch Schluss, weil das wird mir jetzt zu lang. Wir haben schon wieder 1 Uhr. Was war das? Oh, das war der Becher. Okay, aber war leer, Gott sei Dank. So, das machen wir auf jeden Fall. Als nächstes hier. Sind sie alle weg? Sind alle verschwunden? Da sind ein paar. Ja, so ist das dann, ne? Die kommen auf jeden Fall jetzt rüber. Also nicht jetzt, sondern im nächsten Film machen wir das dann tatsächlich auch. Da muss ich mir noch Gedanken zu machen. Denn die werde ich erst rausfangen müssen und dann eingewöhnen müssen. Weil jetzt mit dem Kasten komplett eingewöhnen geht in dem Falle nicht. Sonst würde es schon gehen, auf jeden Fall. Ne? Aber jetzt in dem Fall nicht, weil ja schon welche drin sind hier. Und da kann ich das nicht einfach da reinkippen. Das ja, funktioniert einfach nicht. Ne? Von daher passen wir sie dann dem Wasser hier an und setzen sie dann rüber in dem Sinne. Ja, okay, yippie, es geht auf jeden Fall munter, fröhlich weiter. Und das ist schon eine tolle Sache, ne? Also richtig grandios. Ich überlege gerade, ob, wenn denn eine Eiertante die Babys entlässt, ob ich die dann damit raushole, dass also nur die Babys hier drin waren, ne? Aber das sind alles so Sachen, da muss man auch wieder gucken, in dem Falle, wenn es denn soweit ist, ne? Das ist halt so. Guck mal, sind sie alle drei zusammen. So, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart wieder. Das ist sehr viel Content im Moment, ich weiß, aber soll ich sagen, es ist auch eine ganz spannende Sache, das begleiten zu können, was eben funktioniert. Und wenn mal was dabei ist, was nicht funktioniert, nun ja, dann nehmen wir eben das Ganze in dem Sinne auch mal mit. Aber ich denke, ich hoffe, sagen wir es mal lieber so, dass sowas nicht passieren wird. Aber wenn denn, ist keiner vorgefeit. Fehler können passieren. Das ist nun mal so. Und von daher, ja, würde ich sagen, geht's munterfröhlich auf jeden Fall weiter. So dass ihr auch so viel wie möglich mitnehmen könnt und dann dementsprechend das für euch dann auch wesentlich einfacher ist. Okay.